heute. Wir machen heute den Reiter-Tag und heute tagge ich die Dana. Also, fangen wir doch gleich mal an. Western oder Englisch? Ich reite Englisch. Begründen? Ja, weil ich Englisch gelernt habe zu reiten und ja, ich ein englisches Pferd reite bei der Dalle. Okay. Wie lange reitest du schon? Ja, ich reite eigentlich schon immer. Also ich wohne ja auf dem Pferdehof, da ist das irgendwie, bin ich nie drum rumgekommen und ja. Okay. Reitbeteiligung oder eigenes Pferd oder Reitschulpferd? Ich habe eine Reitbeteiligung bei der Nadine. Ja, beziehungsweise bei meinem Pferd. Genau. Wie lange hast du dein Pferd oder deine Reitbeteiligung schon? Oh Gott. Nicht so lange, also September. September ungefähr, seit September. Okay, bist du schon einmal auf Turniere gegangen? Nope, gebe ich noch nicht. Hast du es vor? Nein. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist mir viel zu stressig. Ich bin mehr so Freizeitreiterin. Okay, Gelände oder Reitplatz? Gelände. Dressur, Springen, Vielseitigkeit oder Western? Ja, ich glaube, so Western und Vielseitigkeit finde ich am coolsten. Okay. Pferd oder Pony? Pferd. Pony. Keine Ahnung, wie das Pony beides. Gamaschen oder Bandagen? Gamaschen. Die sind schneller wieder fertig. Praktischer. Na. Wo hast du mit dem Reiten angefangen? Ich habe angefangen zu reiten hier auf dem Hof, wo ich wohne. Lieblingsfellfarbe? Also die Fellfarbe von Annika ist natürlich sehr schön. Lichtlehmfuchs, wer es nicht weiß. Aber dunkelbraun finde ich auch schön. Dunkelbraune Pferde. Okay. Lieblingsrasse? Lieblingsrasse? Oh Gott. Also Araber nicht. Araber mag ich nicht. Keine Ahnung, habe ich nicht wirklich. Habe ich wirklich nie Lieblingsrasse. Dein erstes eigenes oder dein erstes Pferd? Mein erstes Pferd war die Fabienne. Also es war eine Reitbeteiligung hier am Stall und ja, die durfte ich reiten. Könntest du dir ein Leben ohne Reiten jemals vorstellen? Ich glaube nicht, weil ich einfach schon immer reite und es ist schwierig, sich das nicht vorzustellen. Also, ja. Okay, also, das war's dann auch schon mit dem Reiter-Tag und ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, bitte liken! Okay, magst du sonst noch was sagen? Was sagt man immer noch so? Weiß nicht, ein bisschen ausführlicher begründen oder so? Was soll ich denn ausführlicher begründen? Den letzten Punkt, du kannst es auch lassen. Okay, ja, also, hör auf, es zu begründen. Guck in die Kamera. Lächeln. Ja. Igitt. Halt mal mein Handy.